muss mich sehr konzentrieren, dass ich so unseren Prinzipien treu bleibe. Und wir nicht gross über Begleitumstände reden. Aber es ist einfach eine wahnsinnige Enttäuschung, weil vor allem die Spieler tun mir leid. Die haben sich auf den Match enorm vorbereitet, sind motiviert, sind gut in den Match reingekommen. Und, es braucht so wenig, das haben wir vor dem Spiel schon gesagt. Auf dem Niveau, wie der deutsche Reporter gesagt, auf dem Niveau so eine Entscheidung. Und der dritte Match. Den gravierenden Fehler, den das Schiedsrichterteam heute gemacht hat, war die anscheinend klare Abseitsstellung beim Freistoß. Das tut mir leid, ob Sie es mir jetzt glauben oder nicht. Wenn ich jetzt in derselben Situation wäre wie Basel, dann würde ich mich auch maßlos ärgern über so eine Situation. Auf der anderen Seite hätte auch ein 1-0 gereicht und wir haben eine Vielzahl von Möglichkeiten auch in der zweiten Halbzeit gehabt. Natürlich wirft das dann so ein bisschen zurück, wenn man zu 10 ist und bekommt das 2-0, das ist ganz klar. Das kann ich jetzt auch nicht schöner reden, diese Situation. Ich kann aber auch nichts dafür und muss mich auch nicht dafür entschuldigen, dass es so gewertet wurde. Und wir waren alle perplex, selbst der das Tor gemacht hat, wusste nicht so genau, was er damit anfangen sollte. Und dann hat er am besten reingemacht und von daher ist es dann auch keine glückliche Situation in dem Augenblick für Basel, aber insgesamt, glaube ich, haben wir zweimal gegen die gewonnen, verdient zweimal gewonnen, deswegen sind wir auch verdient zweiter geworden.